sind die Kollegen in den Kamera, hinter den Kameras bereit. Dann begrüße ich Sie recht herzlich zur Pressekonferenz nach der heutigen Sitzung des geschäftsführenden Vorstands, die ja, wie Sie der Einladung entnehmen konnten, zu einem längeren Teil auch mit Vertreterinnen und Vertretern des Naturschutzrings, also der Umweltverbände Deutschlands, stattgefunden hat. Dazu wird Katja Kippen auch noch was sagen und natürlich dann auf die beiden Dinge von gestern eingehen, also den Zukunftsplan von Martin Schulz und das, was Frau Merkel im Sommerinterview gesagt oder nicht gesagt hat. Katja Kippinger, das Wort. Einen schönen guten Tag von meiner Seite. Zunächst zu dem Zukunftsplan von Martin Schulz. Dieser Plan wirft einige interessante Fragen auf. In der Tat, es braucht mehr Solidarität in Europa. Es braucht einen solidarischen Umgang mit der Flüchtlingsfrage. Wir brauchen einen Schub in der Digitalisierung. Es braucht armutsfeste Renten und so weiter. Das alles ist so richtig, wie genauso richtig ist, dass die SPD in den letzten 15 von 19 Jahren Teil der Regierung war. Also wenn man jetzt immer so große Dinge in Angriff nehmen will, gilt es natürlich auch kritisch Bilanz zu ziehen. Und ich finde, ein Griff an die eigene Nase würde der SPD ganz gut zu Gesicht stehen. Ich will es mal an nur einem Beispiel verdeutlichen. Im Jahr 2006 wurde das Grundgesetz verändert und das Kooperationsverbot in der Frage der Bildung zwischen Bund und Ländern eingeführt. Wir als Linke haben damals vehement davor gewarnt und gesagt, das ist ein Problem, wenn ihr jetzt die Verfassung ändert. Ich möchte noch mal zitieren, was Gregor Gysi etwas später dann in Bezug auf Schuldenbremse und Kooperationsverbot ausdrücklich formuliert hat. Ich sehe jetzt schon den tapferen Sozialdemokraten vor mir, der hier in ein paar Jahren stehen und sagen wird, wir haben einen großen Fehler begangen. Dieser tapfere Sozialdemokrat wird dann genauso viel Beifall bekommen wie heute der, der den Fehler begeht. Das ist das Üble daran. Das Schlimme ist aber, dass ihn dann sozusagen die Union die Zweidrittelmehrheit verweigern wird, um das Ganze zu korrigieren. Und genau dieses Dilemma ist jetzt eingetreten. Die SPD hat dafür gesorgt, dass es eine Zweidrittelmehrheit gibt für eine Grundgesetzänderung, damit das Kooperationsverbot kommt. Und sie jetzt sozusagen, selbst wenn sie ihren Kurs ändert, ist es nicht mehr möglich, diesen Fehler zu korrigieren. Man ist hier immer und ewig auf die CDU angewiesen. Das ist ein großes Problem. Ich will zum zweiten Punkt, zu dem Zukunftsplan sprechen. Und das ist die Bereitschaft zu schönen und guten und zukunftsgerichteten Worten geht einher mit einer unglaublichen Mutlosigkeit, wenn es um Steuergerechtigkeit und Umverteilung geht. Und eine SPD, die nicht bereit ist, die Vermögenssteuer, eine Millionärssteuer entsprechend energisch in Angriff zu nehmen, hat ein Problem, alle ihre Ziele umzusetzen. Also die Investitionspflicht will ja Martin Schulz finanzieren aus den Haushaltsüberschüssen. Was machen wir denn dann, wenn es keine Haushaltsüberschüsse gibt? Also das heißt ja, die Investitionspflicht erlichtern, wenn es keine Haushaltsüberschüsse gibt. Investitionspflicht nach Kassenlage, das ist schlichtweg und ergreifend nur Quatsch und nichts als Wahlkampf. Das heißt, wer mehr investieren will in Bildung und in die öffentliche Infrastruktur, der muss endlich Mut aufbringen zur Umverteilung, zu einer ordentlichen Besteuerung von Millionären und Konzernen. Ein weiteres Beispiel nochmal für die Kosten, also das Chancenkonto, das klingt ja interessant, aber wenn man von den rund 40 Millionen Beschäftigten jeden mit einem Chancenkonto von 5.000 Euro ausstatten will, dann erfordert das alleine 200 Milliarden Euro und die sind nur über mehr Steuergerechtigkeit zu erzielen. Ich will ganz klar sagen, die Linke macht sich in diesem Zusammenhang stark dafür, dass jeder Beschäftigte das Recht darauf hat, mindestens zweimal in seinem Leben ein Sabbatjahr, eine Auszeit zu nehmen und das unabhängig davon, ob sie sich das überhaupt ansparen können. Wir wollen eine andere Regel, die wirklich alle in die Lage versetzt, zweimal im Laufe ihres Berufslebens eine Auszeit sich zu nehmen, weil ich glaube, dieses Recht auf Sabbatjahre ist auch ein gutes Mittel zur Prävention von Burnout und anderen stressbedingten Krankheiten. Und ein drittes fällt auf im Zukunftsplan von Martin Schulz, nämlich das, was darin nicht vorkommt. Diejenigen, die von Altersarmut bedroht sind, die Kinder, die heute schon in Armut leben müssen, diejenigen, die abgehängt sind, die in unsicheren Arbeitsverhältnissen feststecken, kurzum die Opfer der sozialen Verunsicherung, die Opfer der sozialen Krise, die kommen nicht vor. Dass deren Situation so ist, wie sie ist, hat auch was mit der Regierungspolitik der letzten Jahrzehnte zu tun. Auch hier steht die SPD mit in der Verantwortung. Man muss es ganz klar sagen, Union und SPD haben ungefähr für ein Drittel der Bevölkerung hierzulande nichts Konkretes zur Verbesserung ihrer Situation im Angebot. Ein letztes zum Zukunftsplan. Also wenn es mehr sein soll als einfach nur Wahlkampf, stellt sich natürlich immer die Frage der Durchsetzung.
In einem weiteren so, in einer großen Koalition, wird davon wohl kaum was durchzusetzen sein. Und deswegen muss man ja an die Adresse der SPD sagen, wer was anders machen will, muss es auch demonstrieren. Und allein die Abschaffung der sachgrundlosen Befristung oder das Rückkehrrecht aus Teilzeit in Vollzeit hätten wir längst im Bundestag mit einer Mitte-Links-Mehrheit durchsetzen können, wenn die SPD sich getraut hätte. Nun zu den Aussagen von Angela Merkel zum Klimaschutz und zu Konya. Wer bis zum Jahr 2020 das Klimaschutzziel erreichen möchte, nämlich den CO2-Ausstoß um 40% zu reduzieren, der muss den Kohleausstieg energisch in Angriff nehmen. Und ich will hier noch einmal etwas in Erinnerung rufen. Die Linke hat im Jahr 2016 Eckpunkte für ein Kohleausstiegsgesetz eingebracht in den Bundestag. Und die sahen vor, dass bis 2020 die schlimmsten Dreckschleudern vom Netz gehen, dass bis zum Jahr 2025 alle Kraftwerke, die älter als 40 Jahre sind, vom Netz gehen und dass im Jahr 2035 schließlich das letzte Kraftwerk vom Netz geht. Und das Ganze haben wir verbunden mit dem Vorschlag, einen Strukturwandelfonds einzuführen, wo jährlich 250 Millionen reingehen, wo dann die Akteure vor Ort in den Regionen entscheiden dürfen, was damit passiert. Wenn dieser Antrag angenommen worden wäre, wären wir heute ein ganzes Stück weiter. Leider wurden unsere Eckpunkte für einen Kohleausstieg mit den Stimmen von SPD und CDU damals abgelehnt. Der geschäftsführende Parteivorstand hat sich gerade mit dem Deutschen Naturschutzring getroffen. Das ist ja quasi ein Verband fast aller Umwelt- und Klimaschutzverbünde, die es gibt. Und wir waren uns in einem Punkt einig, es gibt einen enormen Handlungsbedarf in Fragen des Klimaschutzes. Hier gilt es zu klotzen statt zu kleckern und hier darf nichts hinausgezögert werden, denn es geht um nichts Geringeres als um die Zukunft unseres Planeten. Und wenn wir nun über Angriffe auf die Klimaschutzziele reden, dann schauen ja alle immer in Richtung USA und Trump. Aber auch hierzulande gibt es Kräfte, die ganz offensichtlich die Klimaschutzziele angreifen wollen und beim Kohleausstieg vehement auf der Bremse stehen. Und ich will nur mal sagen, sei an die Adresse all derjenigen, die die Klimaschutzziele aufweichen wollen, sei es Schwarz-Gelb in NRW, seien es Teile der CDU im Bund oder seien es Teile der SPD in Brandenburg, wenn ihr die Klimaschutzziele aufweicht und bremst beim Kohleausstieg, dann versündigt ihr euch an euren Kindern, an unseren Enkeln und an der Zukunft unseres Planeten. Wir als Linke werden alle Versuche, die Klimaschutzziele irgendwie aufzuweichen, vehement diesen Versuchen in den Weg stellen. Und abschließend zu Konya. Erdogan verbietet ja eine Delegation des Deutschen Bundestages, eine Delegation von Abgeordneten, den dortigen Einsatz zu besichtigen. Er verbietet den Besuch von Bundeswehrsoldatinnen und Bundeswehrsoldaten und das, wo wir eine Parlamentsarmee haben. Und Erdogan hat das verboten mit Verweis auf den Zustand der deutsch-türkischen Verhältnisse. Wir reden hier über einen Präsidenten, der es vor kurzem öffentlich erklärt hat, dass er seinen Gegnern auch gerne den Kopf abreißen will. Und ich finde, hier muss die Bundesregierung reagieren. Beim parlamentarischen Besuchsrecht darf es keinen Rabatt geben. Das dürfen wir jetzt nicht auf die lange Bank schieben. Und es stimmt mich schon nachdenklich, wenn Merkels Sprecher heute noch mal erklärt, ach, man würde da keine Frist setzen. Das ist doch das klare Signal an Erdogan, er kann weiter so machen wie bisher. Was für ein Signal ist das denn? Und ich finde, wenn Merkels Sprecher nicht bereit ist, eine Frist zu setzen, dann möchte ich eine Frist sagen, die sich jedenfalls anbietet. Wenn Erdogan bis September dieses Besuchsverbot nicht zurücknimmt, dann muss der Deutsche Bundestag reagieren. Und es gibt ja Anfang September eine Sitzung des Deutschen Bundestages. Entweder müssen wir die nutzen, um entsprechende Beschlüsse zu fassen, oder man muss sich zumindest darauf verständigen, dass das Mandat spätestens im Herbst ausläuft. Aber das einfach so hinzunehmen, das ist für uns nicht haltbar. Vielen Dank. Vielen Dank, Katja Kipping. Und das war schon die erste Frage. Andreas Reuter vom Hessischen Rundfunk. Sie haben jetzt nichts zur CSU gesagt. Ach so, ja. Wir wollten Ihren Meilenplan vorlegen. Ja. Also da sind ja jetzt tatsächlich die bekannten drei Punkte drin. Obergrenze, mehr Mütterrente, Volksentscheide auf Bundesebene. Was halten Sie von diesen Punkten inhaltlich? Und was halten Sie von dem Verfahren, wenn ich es mal so nennen darf, was die beiden C-Parteien da jetzt praktizieren? Also das Verfahren ist ja ziemlich offensichtlich. Es geht darum, dass man hier versucht, mit einem diplomatischen Prozedere zu übertünchen, dass die Union in sich zutiefst zerrissen ist und dass zwischen Seehofer und Merkel weit mehr als nur ein Löschblatt passt.
Und was die konkreten Inhalte anbelangt, die Sie benennen, das kann man im Einzelnen sagen. Die Linke kämpft schon sehr lange darum, dass es auf Bundesebene direkte Demokratie gibt. Diesen Punkt würden wir sogar begrüßen. Zum zweiten Punkt, die sogenannte Mütterrente. Sie kann ja auch Väter treffen, sagen wir ganz klar. Wir wollen, dass die Erziehung von Kindern für alle, sozusagen egal, ob die Kinder vor oder nach 92 entsprechend geboren wurden, bewertet werden. Das heißt, wir kämpfen schon ganz lange und wir als Linke haben schon Anträge im Bundestag gestellt dazu, dass auch die Kinder, die Erziehung von Kindern, die vor 92 geboren wurden, mit 3 Rentenpunkten entsprechend bei der Rente auch dann bewertet wird. Und was die Obergrenze anbelangt, da bin ich ganz klar, da ist die Linke ganz klar. Wir haben einen Beschluss im Wahlprogramm dazu. Wir meinen, Menschenrechte kennen keine Obergrenze und insofern werden wir all diese Bestrebungen vehement bekämpfen. Nachfrage. Auf wen stellen Sie sich eigentlich jetzt ein als Gegner? Oder was nehmen Sie jetzt als das Programm an, was Sie bekämpfen müssen? Das ist die Unionsfassung oder die CSU-Fassung? Ich glaube, unsere Energie reicht für beide, sowohl für die CSU wie für die CDU. Und ich habe immer gesagt, am Ende ist doch das Problem, wer Angela Merkel wählt, wählt auch Horst Seehofer und Wolfgang Schäuble. Und wir wollen, dass dieses Trio in Gänze abgewählt wird. Und wir als Linke sagen, wir sind die einzige Partei, bei der man sich sicher sein kann, dass sie weder mit Horst Seehofer noch mit Wolfgang Schäuble noch mit Angela Merkel in den Koalitionsausschuss gehen will. Also wenn man sicher sein will und beide Politikansätze wegzuhaben, kann ich nur sozusagen empfehlen, auf uns zu setzen. Herr Bocho. Zunächst mal eine Frage zum Zukunftsplan der SPD. Würden Sie sagen, bei aller Kritik, die Sie ja schon vorgetragen haben, ja, aber im Großen und Ganzen, das geht in die richtige Richtung? Oder sagen Sie, das ist letztlich nichts, was wir im Zweifel in irgendeiner Form unterstützen können? Nun, das ist ja das, was ich am Anfang gesagt habe. Also der Zukunftsplan wirft richtige Fragen auf. Und Martin Schulz hat nochmal gezeigt, dass er, denke ich, in seinem Team Leute hat, die gut formulieren können, auch zukunftszugewandt formulieren können. Die Achillesferse dieses Zukunftsplanes, wie die Achillesferse der SPD, ist ihre fehlende Glaubwürdigkeit, weil sie alles Sachen benennt, die sie in 15 Jahren Regierungsverantwortung nicht umgesetzt hat. Und weil sie Dinge benennt, die sie nach ihrer eigenen Steuerpolitik nicht umsetzen kann. Dann machen Sie einfach, Herr Bocho. Wenn Sie schon mal dran sind. Wir können von Thema zu Thema springen, ist kein Problem. Ja, ich habe das nochmal eine Rolle gespielt. Das ist ja nach wie vor in der Diskussion, gibt es da auch neue Bewertungen, was die Haltung einiger Linker zur Wahl. Nein, das hat heute keine Rolle gespielt. Wir hatten andere Themen. Wir hatten das Treffen mit dem Deutschen Naturschutzring. Wir haben noch mal gesagt, es wird eine Art nochmal Zusammenfassung und auch, wo deutlich gemacht wird, warum man friedlich dagegen demonstriert und auch noch mal dokumentiert wird, dass alle Linken, die sich in der Öffentlichkeit, also alle Mitglieder unserer Partei, die sich in der Öffentlichkeit dazu geäußert haben, sehr zeitnah und sehr klar Gewalt, Autos anzünden, Plündereien scharf kritisiert haben. Und dass eine kritische Aufarbeitung des Polizeieinsatzes notwendig ist, weil die Polizeiführung auf Eskalation gesetzt hat. Aber das ist eben keine Entschuldigung und keine Relativierung für die Krawalle, die es gegeben hat, weil die Verantwortung dafür tragen die einzelnen Straftäter. Herr Lautenbach. Zwei von den drei Hauptpunkten des Bayernplans unterstützt die Linke, wenn Sie das richtig verstehen. Ja, ich würde jetzt die. Achso. Ja, dann die radikale Ablehnung einer Koalition. Ich glaube, das Wesen der CSU ist es ja, also das ist ja eine sehr knappe Zusammenfassung gewesen von den drei Punkten. Da stehen ja auch noch andere Sachen drin. Und die gesamte bisherige Politik der CSU in Fragen von Freiheitsrechten, in Fragen von Steuerpolitik, auch in Fragen der Außenpolitik trägt sie voll den Kurs der Aufrüstung mit, den Kurs sozusagen, den Trumpschen Kurs, jetzt die Rüstungsausgaben auf 2% zu setzen und so weiter. Und ich würde es ehrlich gesagt andersrum sagen. Also es ist doch interessant, dass die CSU zwei Forderungen, für die die Linke schon ganz lange kämpft, die originär Bestandteil der linken DNA sind, in ihrem Plan aufgegriffen hat. Das zeigt doch, wie wirkungsmächtig und erfolgreich die Linke ist.
Also wir waren nicht nur jetzt eher mit unserem Wahlprogramm, sondern wir kämpfen für diese Ziele seit Bestehen der Partei. Herr Bauer nochmal. Ja, noch ein bisschen abgelegene Frage. Wie beurteilen Sie denn den Führungsstreit innerhalb der AfD, der offensichtlich ganz offen ausgebrochen ist? Und bleibt es aus Ihrer Sicht dabei, dass die Linke dafür sorgen will, dass die AfD unter 5% kommt? Also, das. Selbst wenn die, ich würde es mal sagen, selbst wenn die AfD keinen Führungsstreit hätte, gäbe es viele, viele gute Gründe, sozusagen sie politisch zu bekämpfen. Schon deshalb, weil sie von den notwendigen sozialen Auseinandersetzungen ablenkt, weil sie natürlich Rassismus mit befördert, weil sie in der Außenpolitik ganz stark auf einen Geist von Stahl und Aufrüstung setzt und weil sie eben zu den wichtigen sozialen Fragen wie sozialen Wohnungsbau keine Antworten gibt. Also wie gesagt, die Gründe wären vielfältig, dass sie jetzt noch zerstritten ist und macht ja eher eins deutlich, diese Auseinandersetzung macht eher eins deutlich, dass jeder, der versucht, Leute, die offensichtlich mit Nazi-Parolen auftreten, kritisieren will oder ausschließen möchte, dass der danach nicht nur von den betroffenen Personen stark angegriffen wird, sondern ja mit einer Unmacht aus der Partei heraus. Das ist doch eher dieser Führungsstreit, ist ja nicht einfach nur Ausdruck davon, dass da zänkische Menschen drin sind. Dieser Führungsstreit ist ja ein Ausdruck davon, wie stark der organisierte Neonazi-Flügel innerhalb der AfD dort schon die Hegemonie hat. Das ist das wirklich Beursachende. Und natürlich wäre es schön, wenn die AfD unter 5% bleibt. Das ist sehr, sehr optimistisch gegriffen. Auf jeden Fall haben wir ganz klar gesagt, unser Ziel ist, sie prozentual zu schlagen, und das schaffen wir auch.